Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlow mit einem neuen BMZ. Heute mit den Themen Fliegen, mit der Paladin-Mobilität, mit einem Prot-Pala-Guide und dem Thema Classic Hunter. Das wird ein Spaß werden, Leute, ich sag es euch. Muss ein bisschen zurückspringen. So, hier ist die erste Frage. Wie stehst du zur aktuellen Form des Fliegens? Für die aktuelle Erweiterung finde ich es gut gelöst, das Fliegen durch verschiedene Erfolge freizuschalten. Jedoch war ich die Tage in Draenor unterwegs und finde es absolut nervig, nicht fliegen zu können. Wäre es nicht sinnvoll, dass man irgendwie das Fliegen in den Gebieten vergangener Addons kaufbar macht? Gerade neue oder alte Spieler, welche den Erfolg nicht haben, dürften wenig Lust und Interesse dafür spüren, eben diese Erfolge in Draenor zu farmen. Bei mir rennst du da allgemein offene Türen ein. Es ist ganz gut, dass du nur gefragt hast, wie es zu den wie ich zu dem Thema stehe, Fliegen in alten Gebieten, weil ich da, glaube ich, bedingungslos sagen kann, ich fände es gut, wenn man es kaufen kann. Man kann es in Mists of Pandaria noch nicht kaufen mit dem Level, es sei denn, man kauft es beim Schwarzmarkt, aha. Das habe ich noch nie gemacht bisher. Und das nervt mich, es sei denn, es ist jetzt in letzter Zeit geändert worden, das nervte mich schon immer in Mists of Pandaria an oder in Pandaria halt selber, es nicht einfach nur kaufen zu können, wenn ich wenigstens auf dem Twink, sondern mir das da auch erspielen zu müssen. Aber ja, es ist noch viel, viel offensichtlicher. In Legion, glücklicherweise habe ich damals in Legion fliegen gelernt und kann es deswegen auch noch auf Twinks, aber ich kann absolut verstehen, dass es einen wahnsinnig macht, wenn man das nicht gemacht hat und jetzt nachträglich sich den ganzen Achievement-Kram besorgen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob Blizzard das in Zukunft so beibehalten will, dass diese ganzen Fliegen-Achievements komplett neu geholt werden müssen. Denn stell dir halt mal vor, also wir reden jetzt von einer Expansion, dass man Draenor ausgelassen hat, aber stell dir das Ganze mal vor, wie es aussieht, wenn jemand deutlich später anfängt und in ein oder zwei Expansions dann zweimal oder dreimal das Ganze nachholen muss, nur um halbwegs vernünftig leveln zu können. Also, ja. Bei mir rennst du offene Türen ein. Ich habe zwar Fliegen, sowohl in Legion als auch in Draenor, aber ich kann auch verstehen, dass man es ach, ich bin so blöd. Ich dachte irgendwie, ich müsste hier Dämonen umhauen. Das muss ich überhaupt nicht. Und zum Thema Fliegen allgemein, dem widmen wir uns mal dann noch ein völlig anderes Mal, oder? Ach, ich weiß gar nicht, ob wir das wollen. So. Nächste Frage. Bezüglich des Paladins. Siehst du auch Mobilitätsprobleme oder Mobility-Probleme beim Paladin? Als Rettet ist es auf jeden Fall so, dass eindeutig ein Jump oder ähnliches fehlt und deutlich erkennbar ist, dass er von der Mobility hinterherhinkt. Wie siehst du das? Kann leider nicht perfekt einschätzen, wie wichtig das für einen Tank oder Heiler ist. Nur im Rett weiß ich, dass es sich sehr langsam anfühlt. Es gab Anfang Legion eine Fähigkeit, wo man sich porten konnte. Das ist halt wieder so eine Frage, die in Richtung Klassenidentität geht, ne? Denn wenn ein Paladin jetzt einen Charge bekommen würde, was würde ihn dann großartig unterscheiden von Kriegern? Oder von anderen Klassen, die irgendeine Art und Weise von Jump oder Charge haben? Ich finde, er hat das Pony und das Pony ist eine sehr, sehr gute, also ein sehr, sehr gutes und nützliches Ding, um sich schnell fortzubewegen. Es ist gesteuert und nicht wie früher, wo es zum Teil irgendwie an Judgment gebunden war oder sonst irgendwie was. Es hat einen moderaten Cooldown. Natürlich gibt es deutlich schnellere, aber es gibt auch einige langsamere. Also man kann es fast immer, gerade wenn man das Doppelpony skillen kann, in Encountern benutzen, wenn man es braucht. Ich zumindest als Prot kann das. Und ja, natürlich, wenn es nach mir ginge, würde ich mich am liebsten auch immer mit die ganze Map porten können. Aber ich muss sagen, grundsätzlich bin ich damit relativ zufrieden. Weil wenn du dann sagst, wir geben dem Paladin auch noch die ganzen Mobilitätsdinger, die andere haben, einen Jump oder einen Charge oder so, da musst du dich fragen, was bekommen die zum Ausgleich? Weil es ist ja nicht so, als ob wir ansonsten nichts haben als Paladine. Wir haben so Dinge wie Blessing of Sacrifice, Blessing of Protection oder auch eine Bubble, mit der sich alle möglichen Mechaniken stark vereinfachen oder auch, ne, wenn man das schöne Wort benutzen will, cheesen lassen. Und von daher, ich finde es ganz okay. Also, wir haben Mobilität. Das Pony ist ein gutes Mobilitätsding. Wir haben nicht die Mobilität, die andere Klassen haben, aber andere Klassen haben es im Prinzip auch als Designphilosophie, kann man fast schon sagen, dass sie eine hohe Mobilität haben. Und ich bin wieder mit irgendwas in Combat und es wird wieder Ewigkeiten dauern, bis ich out of Combat komme.
Egal, wir werden uns jetzt zu Fuß über die Insel bewegen, bis wir irgendwann out of combat sind. Eigentlich, wisst ihr was, es geht fast schneller. Mache ich das jetzt? Ich mach's nicht. Also mit dem In-Combat-Sein in Legion ist es halt so, dass es oft schneller geht, einfach ein Portal zu nehmen oder auszuloggen, um danach wieder out of combat zu kommen, als durch die Gegend zu rennen und zu hoffen, irgendwann out of combat zu kommen. Weil man ständig mit Dingen in Combat ist. Aber ich meine, in dem Fall, die beiden sind klar. Wenn ich Glück habe, komme ich jetzt out of combat danach. Aber man ist ständig mit Dingen in Combat, die einen nicht angreifen. Und das macht es halt nicht wirklich leichter. Ja, also im Großen und Ganzen, ich bin aus Tanksicht zufrieden. Da fand ich persönlich, also... Druide fühlte sich schlimmer an. Ich weiß gar nicht, was der Schrei beim Druiden, was der für ein Cooldown hat. Aber ich glaube, der ist länger als das Pony. Wenn ich hier so fragen darf, hast du vor, einen Guide zum Prot-Paladin zu machen, den du jetzt in einer Weile verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespielt hast? Würde mich und ein paar andere durchaus interessieren. Vorausgesetzt, du hast die Zeit dazu. Ich bin nicht so der Riesenmacher und Fan von Klassen- oder Spec-Guides. Weil das halt immer so eine Nische ist von Leuten, die das interessiert. In dem Fall, wir haben jetzt irgendwie 30 Specs oder so, dass ich mir nicht glaube, dass es so extrem der große Bringer ist. Ich bin auch nicht so der Ultra-Mega-Experte jetzt für den Prot-Paladin, weil ich den doch in den allermeisten Fällen sehr offensiv spiele und von daher euch nicht die großartigen Tipps geben kann, wenn ihr zum Beispiel in der Situation seid, dass ihr gerade irgendwo Progression machen wollt und euch defensiv verstärken, / verbessern wollt. Also, nee, ist nicht so unbedingt das, was ich in naher Zukunft vorhabe, Paladin-Guides zu machen. So, jetzt suchen wir uns hier Order Resources ab und Nether Shards, die wir aber jetzt eigentlich auch nicht mehr wirklich brauchen, nachdem wir die Legendaries haben für den Follower, die wir haben wollten. So, kommen wir zur letzten Frage. Nach diesem BMZ die Frage, warum der Classic Hunter so verhunzt war. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich den erwähnt habe. Ich glaube, da ging es um Paladin. Da ging es um das Klassendesign von Paladin in Vanilla. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch zu Vanilla schon gespielt haben. Und vor allen Dingen gibt es halt immer wieder welche, die einem jetzt erzählen werden, wie toll das doch an Klassendesign war. Aber ich kann es halt nur aus meiner Sicht sagen. Und ich meine nicht nur meine Sicht, offensichtlich Blizzards Sicht. Denn die haben all diese Dinge, die ich jetzt aufzählen werde, geändert. Also, das erste war halt schon mal komplett diese Ranged-Mechanik. Er konnte nicht im Laufen schießen. Okay, das ist eine Sache, wo man sagen kann, Caster auch nicht. Hatte aber eine Dead Zone und hatte vor allen Dingen in den ersten 10 Leveln kein Pet. Also, Pet tamen konntest du erst ab Level 10. Bis dahin hattest du nicht beim Laufen schießen können, mit Ausnahme von Instant Shots. Das war, glaube ich, nur der Arcane Shot. Hattest ein Mana-System, was auch völlig Banane war. Und eine Dead Zone. Also, ich glaube, innerhalb von 8 Yards oder 10 Yards konntest du nichts angreifen, musstest das also mit Melee finishen. Das hat sich schon mal ultra Grütze gespielt. Ab da kamen Pets, aber die Pet-Mechaniken waren halt auch von vorne bis hinten so was, was ich persönlich nur als Ultra-Katastrophe beschreiben kann. Du hast ein Pet gezähmt und das hat den Level gehabt, den das beim Zähmen hatte. Allerdings waren Pets völlig unterschiedlich stark. Also Pets haben nicht wie jetzt irgendwie, du konntest die Skillen auf Tank, PvP oder DD, also ganz grob sind ja die Momente die Skillungen, sondern du hattest halt ein Pet und das hatte bestimmte Eigenschaften. Es gab zum Beispiel Pets, die Resistenzen hatten, es gab andere Pets, die schneller waren, es gab Pets, die Angriffsgeschwindigkeit hatten und so. Das alles war extrem undurchsichtig, das heißt, du hast im Prinzip immer externe Quellen gebraucht, um dich zu informieren, welches Pet denn nun was kann. Und in der Realität hast du fast immer dann irgendein Pet gefunden, das so grundsätzlich das konnte, was du haben wolltest, hattest aber das Problem, dass dieses Pet halt erstmal bei Level 0 angefangen hat oder bei Level 15 oder was auch immer das war. Es konnte in dieser Form für dich nichts tanken und gar nichts machen. Du musstest es quasi auf Passiv stellen oder mit angreifen lassen, während du die Aggro hast und die Mobs auf dir rumgehauen haben, um es zu leveln. Und das war notwendig. Es war notwendig, weil du schließlich auf Max-Level brauchtest, um damit irgendwas anfangen zu können. Dann hatten Pets zu Vanilla-Zeiten keine AOE-Schadensreduktion, was bedeutet hat, wenn irgendein Boss-AE kam, ist dein Pet einfach gestorben. Und das war verdammt lange so. Ich weiß gar nicht, wann diese Schadensreduktion eingeführt wurde.
In der Theorie hätte es also Schaden machen können, wenn du dir denn wirklich ein Pad gezähmt hättest, das auch eine vernünftige Angriffsgeschwindigkeit hatte und so weiter und so fort. In der Praxis aber konntest du es nicht, also hat es nicht überlebt. Jetzt kann man sagen, aber ich hätte es ja selber heilen können. Die Heals sind damals meines Wissens, und ihr erinnert euch noch vielleicht an den Gag mit Pet-Heal-Equipment. Das war nicht wirklich ein Gag. Die Heals sind damals nicht mit Attack-Power vom Jäger skaliert, sondern sie sind mit Spell-Power skaliert. Und natürlich hast du als Jäger keine Spell-Power. Also es gab auch welche, die Spell-Power hatten, aus später anders, also aus Gründen, die ich vielleicht später noch nennen werde. Aber grundsätzlich hast du eigentlich eher Offensiv-Equipment mit Agi und, also mit denselben Stats, die vielleicht auch ein Schurke trägt, nur halt als Kette getragen. Das heißt, dein Heal war nicht besonders stark, aber es hätte dir auch nichts gebracht, wenn er stark gewesen wäre, denn er war kein Hot, er war ein Channeling-Spell. Und damit hättest du dann nichts mehr anderes gemacht, außer den Heal auf dein Pet zu channeln, was in jeder Encounter-Situation dazu geführt hätte, dass du so viel DPS verloren hättest, dass das durch das Pet nicht wieder aufgewogen wäre. Das heißt, du hattest zwar eigentlich das eine oder andere Tool, das scheiße war, um dein Pet am Leben zu halten, das so viel Schaden bekommen hat, dass es eigentlich nicht am Leben bleiben konnte. Benutzen konntest du es eh nicht, und hättest du es benutzt, wäre es ein DPS-Verlust gewesen. Dann haben die Pets bei jedem Tod an Laune verloren. Und die Laune konntest du auffrischen mit Futter. Natürlich nur mit bestimmtem Futter, je nach Pet-Art. Dein Pet hat nur optimalen Schaden gemacht, wenn es gute Laune hatte. Das heißt, du musstest es füttern. Wenn es gestorben ist, hat es die Laune wieder verloren. Und das konnte dazu führen, dass du unter anderem auch, dass du dein Pet verloren hast mitten in einem Raid oder in einem Encounter. Und da konntest du natürlich auch nicht mal eben neues zähmen. Geschweige denn, Gott bewahre, es war eines von den Pets, die du dir gezähmt hattest im Low-Level-Bereich und extra hochgelevelt hast. Dann hast du Pfeile und Köcher gehabt. Pfeile gab es in unterschiedlicher Qualität. Es gab also auch sowas wie epische Pfeile, die natürlich ein Consumable waren, die du kaufen musstest, für die es zum Teil, glaube ich, Fraktionen gab und Ruf gab und so weiter und so fort. Was aber zumindest mal bedeutet hat, auch wenn man Pfeile ganz, ganz toll findet und es super toll findet, sich ein Consumable kaufen zu müssen, um Damage machen zu können, das war ein Taschenplatz weg. Es gab nicht etwa einen zusätzlichen Slot für Pfeile, nein, du hast einfach einen Taschenplatz aufgeben müssen für einen Köcher. Noch weitere Pet-Mechaniken, die ziemlich behämmert gewesen sind damals. Du konntest nicht einfach deinem Pet alle Skills beibringen, die es haben musste. Oder die du haben wolltest für das Pet. Es hat halt irgendwie, die Angriffe hießen, glaube ich, Bite und Claw. Und dann gab es noch einen Taunt, der damals kein echter Taunt war. Der Taunt war nur ein Skill, der mehr Aggro aufgebaut hat. Auch das war eine ziemliche Katastrophe, weil die Viecher halt auch gegen dich alleine auch nicht wirklich die Aggro gehalten haben. Aber sie hatten keinen echten Taunt. Die Skills hast du gelernt, indem du ein Pet gezähmt hast, das den Skill konnte. Dann hast du selbst von dem Pet den Skill gelernt, konntest das Pet wegpacken, dein eigentliches Pet rufen und dem Pet dann wiederum den Skill beibringen. Jetzt werdet ihr sagen, das ist ja nicht so wild, holt man halt das eine Pet raus und dann das andere Pet. Ja, geschissen. Du hattest ja nicht dieses System wie heute, dass du mehrere Pets dabei haben kannst, sondern du hattest eins im Stall. Und eins hattest du dabei. Wenn du also irgendwie das Pet wechseln wolltest, dann musstest du zum Stall und dort das Pet wechseln. Es gibt kaum eine Mechanik, zumindest keine, die mir jetzt spontan einfällt, beim Jäger aus Classic-Zeiten. Ah ja, und dann noch die Fallen. Du hast keine Fallenschleuder. Du konntest also diesen Skillshot, so eine Falle irgendwo hinzuschießen oder den Stunschuss und so, gab es nicht. Es gab die normalen Fallen, die du nur out of combat legen konntest. Jetzt konntest du aber in der Theorie und auch in der Praxis meistens out of combat kommen, indem du Feign Death benutzt hast. Ich bin mir nicht sicher, wie die Restriktionen da in Encountern waren, aber grundsätzlich konnte man das schon machen und definitiv konnte man es im PvP machen. Dein Pet hat aber weiter angegriffen, wenn du zum Beispiel einen Scattershot gemacht hast oder so und dann out of combat kommen wolltest, um eine Falle zu legen. Das heißt, du musstest dein Pet auf passiv stellen. Und du musst also ein Konstrukt machen aus Feign Death und Pet Passiv und Schlag mich tot, um dann doch quasi in Combat eine Falle legen zu können. Das hat nichts mit Skill zu tun, das war einfach nur ein Makro, was du gedrückt hast und was dann eben funktioniert hat, es sei denn, dein Feign Death wurde resisted. Da gab es jetzt spielerisch keinen extremen Vorteil von, warum man nicht einfach mit einem entsprechenden Cooldown eine Falle wie jetzt auch in Combat legen kann. Boah, ich weiß gar nicht, ob es jetzt geht. Als ich zuletzt gespielt habe, ging es halt, dass man in Combat halt Fallen legen konnte. Auch das war so ein Ding, was einfach nur unglaublich unhandlich war. Und ganz, 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 ganz viele Mechaniken. Ich hoffe, ich habe sie jetzt überhaupt alle aufgezählt bekommen.
vom Hunter in Vanilla waren einfach unglaublich undurchdacht und unhandlich. Und da haben wir noch gar nicht über die Pet-KI geredet und die ganzen Probleme, die die so mit sich gebracht hat. Denn ich habe nicht umsonst, glaube ich, damals gesagt, als ich den Blog gemacht habe, es gibt die Einstellung Hirntod, verbuggt und grenzdebil. Weil die das, also wir haben in vielen Situationen den Jägern gesagt, dass die in Dungeons das Pet einfach wegpacken sollen, durchgehend weggepackt lassen sollen, weil der Schaden verglichen mit dem, was es an Schaden anrichten konnte, so gering war. Irgendwo mal falsch runtergesprungen oder abgebogen, das Pet rennt irgendeine wilde Route und pullt das halbe Dungeon und du kannst nichts mehr dagegen machen. Jeder Hunter, der in Vanilla gespielt hat, kennt das, glaube ich, dass man irgendwann sich umguckt und sich fragt, wo ist mein Pet? Und wenn man es dann das nächste Mal sieht, hat es irgendwas gepullt und irgendwas kommt einem hinterhergerannt. Also, ja, das war halt von vorne bis hinten größtenteils undurchdachtes, schlecht designtes und merkwürdiges, komisches Design. Ich glaube, es gibt wenig Dinge, wenig Mechaniken aus vom Vanilla Jäger, die überhaupt übernommen wurden, was einiges aussagt. Aber auch wenige, wo ich mir denke, Mensch, das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn das wiederkommen würde. Obwohl, naja, gab es Aspect of the Pack schon? Das ist ja auch so ein Troll-Ding, das erst nach, oh Gott, ich weiß nicht, wie vielen Jahren entfernt wurde. Also, das ist für mich halt so ein gutes Designbeispiel von einer Klasse, die an sich cool ist. Also, Jäger ist ja ohne Frage schon eine coole Klasse. Also, mir hat das ganze Grundkonzept vom Jäger Spaß gemacht. Ein Fernkämpfer mit Pfeil und Bogen und man hat ein eigenes Pet und so weiter. Also eine Klasse, die vom Grunddesign eigentlich ziemlich cool ist und auch in gewisser Art und Weise einzigartig ist, wo aber die Detailumsetzung im Design so unhandlich und nervig waren und auch Pfeile ausgehen während der Encounter und all sowas, dass es eine Qual war für alle Beteiligten und zum Großteil sogar für diejenigen, die nicht selber Hunter gespielt haben, wenn sie einen Hunter in der Gruppe haben. Auch das, was ich im damaligen Hunter-Blog gesagt habe, dass man sich so quasi aufregt und die Hunter immer so die Trottel in der Gruppe sind, ich glaube, so hat es sich damals wirklich für viele angefühlt, dass die Hunter eben nicht sehr beliebt waren, haben immer auf alles gerollt, was irgendeine Klasse gebrauchen konnte und sind eher negativ als positiv aufgefallen. Naja, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid morgen wieder dabei. In diesem Sinne sage ich Tschüss, euer Onkel Barlow.